zurück, Leute, bei Golden Sun. Der letzte Part hat mich wirklich gestresst. Ich gehe jetzt mal zu Barbys Leuchtturm. Habe ich gerade so beschlossen. Weil... wir wollen uns die Stadt erst danach anschauen. So, rein da. Ich will jetzt Rätsel lösen. Überall Tote, Alter. Graydon ging hinein, kam aber gleich wieder zurück und sagte, das sei nicht der Eingang. Aber wir haben die Leuchte untersucht und keinen anderen Eingang gefunden. Aha. Da 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 da. Ich kämpfe nicht mehr gegen alle. Ich kämpfe überhaupt gegen gar keinen mehr. Tja. Wir können den Block nicht weiterschieben als bis hierher. Es wäre großartig, wenn wir den Block tragen und auf den Boden fallen lassen können, ob unsere Synergie da weiterhilft. Tragen. Ich kümmere mich. Oh, es gibt schon ein Geld. Ah. Ja, hallo, darf ich jetzt mal fliehen, bitte? Meine Fresse, echt. Doch, das Spiel stresst mich gerade ohne Ende. Hier. Gib mir mal den blöden Ding da. Ja, okay. So. Wo muss ich hin? Du lebst ja noch. Ich dachte mir, ich sollte etwas forschen, solange die Tür offen steht. Während ich diesen Raum abgesucht habe, sind Graydon und die anderen erschienen. Sie haben irgendetwas mit dieser Statue gemacht, das den Boden aufleuchten ließ. Okay. Haut doch mal ab jetzt! Na klar, halt den Griff auf Mia. Ich glaube, ich spinne. Darf ich jetzt bitte gehen? Danke. So, was gibt's hier noch so für Rätsel? Hier komme ich runter. Hier und hier und hier so. Da drin eine Glückskappe. Was macht die Glückskappe? Oh, verpiss dich! Wer kriegt da eigentlich gerade immer BP wieder geschenkt? Also, nicht BP, sondern das andere da. Heb kritischen Treffer, stellt PP her. Nein, ich wollte das gar nicht anlegen. Hebt kritische Treffer. Stellt BP her. Ha. Da müssen wir jetzt das Rätsel lösen. Okay. Eigentlich. Du hast auch nur Scheiß. Nein. Verschieber will ich einsetzen. Geht auch nicht. Oh, verpisst euch doch mal. Es gibt keinen drin, ne? Warum kann ich hier... Ja klar, das war's. Jetzt bin ich dann gleich tot.
Lasst mich jetzt mal. Mein Gott. Was brauche ich jetzt? Telekinese oder was? Was? Ich soll das hochheben und auf den Boden legen. Wie denn? Das war der falsche Knopf. Das wollte ich gar nicht. Ja, aber was soll ich denn machen? Ich will es jetzt runterpunchen. Komm. Komm, punch es runter. Das schaffst du doch. Ich verstehe nicht, was ich machen muss. Und wieso nicht Telekinese? Das ist doch genau das, was er will. Das bringt mir alles nichts. Die heilige Feder hat mal gewirkt. Der Witz war gut. Ah, wo muss ich denn jetzt hin? Bestimmt kriege ich irgendwas im Dorf und hab's nicht geholt. Aber da komme ich jetzt so nicht rüber. Boah, lasst mich jetzt halt mal! Mein Gott, scheiß Monster, ehrlich! Was muss ich machen? Toll. Von da unten kann ich doch auch nichts machen. Warum geht das nicht? Sieht aus, als wäre da eine Leiter. Ach Mann, jetzt lass mich doch mal. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Wie böse kann man sein, um gegen Gelehrte zu kämpfen? Als würde es was ändern. Ihr seid deswegen auch nur ganz normale Menschen. Von wegen falsche Tür und so. Thank you.
mir so alles nix. Gibt's hier irgendwo einen Geheimgang? Heiner. So ein Scheiß. Ich weiß nicht, was ich machen muss. Lass mich da rein. Ich darf da rein, also halt die Gosch. Das sind auch nur alles so random Leute. Das hier ist Barbies Leuchtturm. Oh Mann. Was ich? Ja. Und du? Fahrern ist ihnen gefolgt. Na? Sie waren schrecklich, wir hatten absolut keine Chance. Oh, wieso gibt's denn hier Gegner? Ja, weiß, die haben auch überhaupt keinen Angriff oder so. Lasst mich jetzt mal in Ruhe mich hier umschauen. Ich habe keine Lust zum Kämpfen gegen gar keinen Gegner. Mann. Und ich will mich heilen. Sie soll mich heilen. Was gibt's hier drin? Das ist die andere Seite. Ja klar. Geh doch mal weg jetzt. So. Hau ab. Ach, das eine war der Venus-Leuchtturm, gell? Das ist Barbies Leuchtturm hier. Bringt mir das alles? Yay! Heiner? Du tust mir jetzt schon leid, denn du bekommst das alles hier ab. Der arme kleine Jin. Aber ist mir egal, ich will das jetzt alles raushauen. Ein Windchen, schon wieder ein Windchen. Sieht das nicht schön aus? Warum ist Wind und Elektrizität bei denen eigentlich das gleiche? Hier, nimm meine Samen. Pew, pew. 253 Schaden. Wow.
böse aus dem Eis. Wo ist denn jetzt mein Handy? Das hat gerade irgendwie geklingelt. Keine Ahnung. Ist auch egal. Ich habe Hunger. Ich muss jetzt ja mal zu essen machen. Es ist schon 3 Uhr und ich habe noch nichts gegessen den ganzen Tag. Na, wie ist dein Name? Fanatchen. Sturm. Du darfst mal. Was? Wieso darf ich es ihm nicht geben? Weil... Das ist ja unfair. Ich darf es ihm nicht geben. Aua. Bringt mir das überhaupt was? Oh, den Verschluss der Tür. Scheint versperrt zu sein, aha. Wieso darf ich denn nicht einfach fliehen? Das war's, Garages. Darf ich jetzt bitte fliehen? Danke sehr. Und wie viel hast du verloren? Auch eine Segnung. Volle Kanone, komm. Ich sollte leveln, stimmt's? Nein, die lässt jetzt nicht nach. Hä, aber was bringt mir das denn, wenn ich hier runterfalle? Kriege doch genauso nichts. Oh, doch. Hallo? Bist du sicher, dass sie durch diese Tür gegangen sind? Jo. Ja, sie haben die Steintür geöffnet und sind da reingegangen. Und, lässt sich die Tür öffnen? Nein? Es ist hoffnungslos, sie rührt sich nicht. Natürlich nicht, ich sagte doch, diese Tür lässt sich nicht öffnen. Ließe sie sich öffnen, wären wir schon längst im Inneren, um unsere Forschungen zu betreiben. Aber ich bin mir sicher, dass sie durch diese Tür gegangen sind. Und ich sage, dass niemand jemals durch diese Tür gegangen ist. Heiner. Oh, Iodim. Faran. Es tut mir so leid wegen Cosma. Warum musste so etwas auch geschehen? Sind Felix und die anderen hinter dieser Tür? Ja, hinter der Tür, die kein normaler Mensch öffnen kann. Wenn sie hierhin durch konnten, können wir das doch auch. Natürlich. Werdet ihr für uns gehen? Ja, Mann. Iodim, wer sind diese Leute? Sie kommen aus dem Norden. Sie haben jene, die Cosma entführt haben, bis hierher verfolgt. Sie verfolgen diese furchtbaren Kämpfer? Ja, sie sind wahrhaft furchtbar. Welch schreckliche Macht. Außerdem scheint das, was sie vorhaben, sehr gefährlich zu sein. Wir sind die Einzigen, die sie aufhalten können. Ich glaube, die können sie aufhalten. Ja. Was? Nein. Scheint euch eurer selbst sehr sicher zu sein. Aber was glaubt ihr tun zu können? So alte Worte habe ich noch nie aus Farans Mund gehört. Was erwartest du, wenn ich mit solcher Gefahr Cosmas Schicksal in die Hände von Kindern legen soll? Wenn du willst, dass ich ihnen vertraue, müssen sie mir auch einen Grund geben. Ich habe Hunger, ist der Grund. Zuerst werdet ihr uns eure Kraft demonstrieren müssen. Ja, ja, kann ich. Euer Selbstvertrauen ist bei jeglicher Bedeutung, bevor ihr nicht bewiesen habt, dass ihr es auch wirklich tun könnt. Ja, ja, Iodem bittet euch nur, zurückzubleiben und zuzusehen. Und jetzt zeigt mir, was ihr könnt. Okay. Die Wahrheit über diese Tür ist offen für alle, die mit dem Herzen sehen. Oh, jetzt lasst mich doch mal fliehen. Für was gibt's denn Fluchtknopf, wenn's nie klappt? Toll. Du da, enthüll mal. Nein, verdammt. Was muss ich nochmal machen? Ich sehe doch mit dem Herzen.
Erzähl mal mit dem Herzen. Ach so. Es war ein Hebel. Ah, ich verstehe. Die Tür! Ich glaube es nicht. Die Tür hat sich geöffnet. Ja, natürlich. Unglaublich, sie hat sich echt geöffnet. Alter. Wie in aller Welt habt ihr die Tür aufgekriegt? Ja. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Wir haben es geschafft, weil wir sind. Es wäre zu kompliziert, das jetzt alles zu erklären. Wir haben ohnehin keine Zeit für langwierige Erklärungen. Stimmt, wir müssen Cosma retten. Lass uns gehen, Pfarrer. Wir müssen Cosma retten. Ja, ciao. Hey! Die Tür ist wieder zugegangen. Warum? Ich weiß nicht, warum fällt wohl sie so entschlossen, um zu verhindern, dass Leute ohne Psynergie hindurchgehen. Für jemanden ohne Psychergie. Ohne Psynergie wäre es zu gefährlich, von hier aus weiterzugehen. Da stimme ich zu. Ihr werdet das von hier aus uns überlassen müssen. Was? Wollt ihr uns sagen, wir sollen hier zurückbleiben? Ja. Da wir die Tür nicht öffnen können, würden wir ihr nur im Weg stehen. Das ist wahr. Aber wir können Cosmas Schicksal nicht in ihre Hände legen, nur weil es gefährlich für uns werden könnte. Sie verfügen über größere Kraft, als du es dir jemals vorstellen kannst, Dude. Und ohne eine solche Kraft wird sich die Tür für uns nicht öffnen? Ja. So scheint es wohl. Da wir nicht über jene Macht verfügen, würden wir ihnen nur im Wege stehen. Ja, also. Ich verstehe, Cosmas Leben liegt in euren Händen. Versagt nicht, ihr müsst Cosmas sicher wieder zurückbringen. Ja. Beeil dich, Isaac. Ja. Hihi. Ich bin schlau. Tschaußen, meine Freunde. So, Leute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao.